Ich begrüße Sie zu Israelnetz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Der Likud von Premierminister Netanyahu ist am Dienstag bei den Wahlen zur 24. Knesset stärkste politische Kraft geworden. Er erreichte nach Auszählung von 90% der Stimmen mindestens 30 der 120 Mandate im israelischen Parlament. Zweitstärkste Kraft ist mit deutlichem Abstand die Oppositionspartei Yesh Atid unter dem früheren Finanzminister Lapid. Da die beiden Lager etwa gleich aufliegen, zeichnet sich erneut eine schwierige Regierungsbildung ab. Die Mutter eines Terroropfers hat dem Internationalen Strafgerichtshof vorgeworfen, bei palästinensischem Terror ein Auge zuzudrücken. Das geht aus einem Brief vom Sonntag hervor. So sei bis heute keine Antwort auf eine Klage vom Januar erfolgt. Darin geht es um einen Anschlag aus dem Jahr 2016, schreibt die Israelin Rina Ariel. Damals hatten palästinensische Terroristen ihre 13-jährige Tochter Halel mit mehreren Messerstichen im Schlaf ermordet. In dem Brief kritisiert die Mutter, dass der Strafgerichtshof Ermittlungen gegen Israel aufnimmt. Er ignoriere aber Beweise, die einigen Politikern der palästinensischen Autonomiebehörde kriminelle Machenschaften anlasten würden. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, hat eine Entwaffnung der Hisbollah-Miliz im Libanon gefordert. In der vergangenen Woche sprachen Vertreter des Weltsicherheitsrats in New York hinter verschlossenen Türen über einen Bericht, den er erstellt hat. Darin geht es um die Zeit vom 21. Oktober bis 19. Februar. Guterres nimmt Bezug auf Mitteilungen der Hisbollah und Israels. Demnach hat die Organisation die Zahl der Präzisionsraketen gegen Israel deutlich erhöht. Das Waffenembargo gegen die Miliz sei nicht wirksam gewesen, folgert Guterres. Die israelische Grenzsicherungsbehörde hat einen versuchten Goldschmuggel vereitelt. Die 13 Barren wurden in Tomatenkartons entdeckt. Das Gold wiegt insgesamt ungefähr 7 Kilogramm und ist umgerechnet 330.000 Euro wert. Die Barren sollten in den Bodenverkleidungen der Kartons von Gaza ins Westjordanland transportiert werden. Die Waren wurden konfisziert. Den Fall bearbeitet die israelische Steuerbehörde. Die Rugby-Nationalmannschaften von Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind in Dubai gegeneinander angetreten. Das Freundschaftsspiel war das erste Aufeinandertreffen der beiden Nationen in einer sportlichen Disziplin. Israel siegt mit 33:0. Der Rugbyverband der Emirate sprach von einem historischen Match. Im Anschluss spielten gemischte Teams der beiden Länder gegeneinander. Das war Israelnetz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.